Herzlich willkommen heute zum Thema, wie du die richtigen Prioritäten setzt. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung. Ja, und jeden Tag rufen bei uns Menschen an und wollen ihre Berufung umsetzen, erfolgreicher werden, ihre Firmen kaufen oder verkaufen. Und hier ist nun die große Frage, wie kann ich bei einem ständigen Berg von Aufgaben, die täglich mehr werden, die richtigen Aufgaben herausziehen? Wie kann ich also jeden Tag aufs Neue entscheiden, womit fange ich an, was mache ich als Zweites, was mache ich vielleicht als Drittes und was lasse ich besser liegen oder gebe es ab? Und dazu habe ich dir heute eine kleine Tabelle mitgebracht, die du am besten für dich heute mitschreibst und vor allen Dingen den Inhalt auch gleich ausfüllst und mit einer Person deines Vertrauens mal durchsprichst oder eine Intervision machst, dich mit Gleichgesinnten zusammensetzt, um herauszufinden, stimmt das, was du aufgeschrieben hast? Denn davon hängt dein Leben ab, davon hängt dein beruflicher Erfolg ab. Nun, was sind diese Kategorien? Du siehst hier diese kleine Tabelle und dort siehst du diese Kategorie dringend oder nicht dringend und wichtig und nicht wichtig. Und du kannst jetzt schon mal überlegen, welches dieser vier Fenster du denkst, was am wichtigsten ist. Und ich sage dir jetzt schon, du liegst sehr wahrscheinlich falsch. Denn klar ist es so, dass du im Firmenalltag zur Entscheidung kommst, dass natürlich das ganz Dringende und das ganz Wichtige auch das Wichtigste ist. Nun, das stimmt. Deshalb werde ich auch hier den Buchstaben A eintragen und sagen, wenn der Kunde anruft und sagt, ich wollte eigentlich heute den Vertrag abschließen, aber ich ziehe alles wieder zurück, wenn sie nicht bis dahin geliefert haben. Klar, wirst du sehr wahrscheinlich sehr schnell eine Entscheidung treffen, um das zu optimieren. Aber es gibt noch drei andere Kategorien und ich glaube, dass wenn wir es zu Ende behandelt haben, wirst du verstehen, dass A nicht das Wichtigste ist und nicht das ist, wo dein Erfolg von abhängig ist. Gehen wir nun zur nächsten Kategorie. Das ist dann wichtig, aber nicht dringend. Das ist dann die Kategorie B, relativ klar, weil nicht wichtige Sachen hier auf dieser Seite stehen. Und deshalb geben dann auch viele dann den dringenden Aufgaben und den nicht wichtigen Aufgaben die Kategorie C. Und schließlich bleibt noch Kategorie D, weder wichtig noch dringend. Hier sagen aber viele, okay, vielleicht gibt es ja Aufgaben, die einen statistischen Wert haben oder die vielleicht wie die Reinigung eines Bürohauses, dass man vielleicht dann outsourcen kann, also delegieren kann. Deshalb wird also hier häufig auch aus D dann Delegation gemacht. Und nun ganz unten gibt es ja noch den Buchstaben E, das ist dann der Rundordner E, wie eliminieren, wie ab in den Müll. Also bestimmte Aufgaben, die täglich an mich herangetragen werden als Unternehmer, sage ich gleich, kann der Müll. Nun, warum habe ich dir jetzt nun zu Anfang gesagt, dass A nicht der Punkt ist, wo dein Erfolg gemacht wird? Nun, das liegt ganz einfach an diesem kleinen Wörtchen dringend. Denn wenn etwas dringend wird, bedeutet das, von einer anderen Person heraus ein Impuls, eine Wirkung auf dich ausgesetzt wird. Das heißt, jemand anders möchte etwas von dir. Das ist zwar wichtig, wenn der Kunde, Geschäftspartner, Lieferant dort Anliegen hat und ein gemeinsamer geschäftlicher Vertrag erfüllt werden muss, dann ist es natürlich super wichtig und das wird in der Regel auch erfordern, dass du andere Aufgaben am Tag zurückstellst. Nun, warum glaube ich, dass A nicht dein Erfolg ausmacht, sondern eine ganz andere Kategorie? Stellen wir uns mal vor, du gehst zum Arzt und der Arzt sagt dir, oh, jetzt ist aber wichtig, dass Sie etwas in Ihrem Lebensverhalten ändern. Sie brauchen einen anderen Ernährungsplan. Sie müssen sich mehr bewegen und achten Sie auch, dass Sie sich den Stress reduzieren. Wenn dein Arzt dir sagt, dass das wichtig und dringend ist, dass du Vorbeugemaßnahmen machen solltest zum Herzinfarkt, Herz-Kreislauf, Krebs, und du gehst nach Hause und beim Treppensteigen in den zweiten Stock deiner Wohnung fällst du schließlich um, weil du einen Herzinfarkt auf der Rückseite der Herzwand hattest. Nun, dann wirst du keine Zeit mehr haben, diese Gesundheit wieder zurückzubekommen, weil du vielleicht an dem Tag entweder schwere Störung hast oder gar gestorben bist. Das bedeutet, bestimmte Aufgaben, wenn die dringend und wichtig werden, also A wären, dann sind sie tot. Wie dann die Zellen in deinem Körper, wenn die Bauchspeicheldrüse abstirbt, wenn die Herzgefäße absterben oder wenn dann auch deine Zähne ausfallen und kaputt sind, kein Zahn kannst du wieder so wiederherstellen, wie er früher mal war. Das bedeutet also, dass A zwar wichtig und dringendes und sofortiges Handeln erforderlich ist, aber der Erfolg, der liegt ganz woanders. Der liegt nämlich da, wo die Aufgaben wichtig sind, aber nicht dringend sind. Und das ist der Buchstabe B. In diesem Quadranten Buchstabe B wird dein Erfolg gemacht. Wenn du nämlich in deinen Kalender schreibst, dreimal in der Woche joggen gehen oder vielleicht nur zweimal in der Woche Fitness machen,
einmal alle 6 Monate deine Zähne in einer Vorsorgemaßnahme behandeln zu lassen. Wenn du sagst, ich gehe einmal zum Arzt und lasse mir meine Blutwerte untersuchen, mache einen Fitness-, einen Leistungstest. Nun, dazu wird dich niemand drängen, es sei denn, du bist bei den Einsatzkräften bei der Polizei oder bei der Bundeswehr untergebracht oder als Pilot tätig. Nun, da musst du diese Fitnesschecks machen, aber ansonsten drängt dich niemand dazu. Das bedeutet also, deine Gesundheit, deine Fitness kannst du nur erhalten, wenn du diese Aufgaben hier einträgst, die dann Fitness, Ernährung, Erholung, Stressreduktion, Untersuchung bedeuten. Und das gilt vielleicht auch für deine berufliche Erfolge. Niemand wird zu dir nach Hause kommen und sagen, Herr Müller, haben Sie sich diesen Monat schon 2,5 Tage weitergebildet? Haben Sie sich ein neues Buch gekauft und das umgesetzt? Wie sieht es aus? Was macht Ihr Coaching? Sind Sie wieder ein Stück kompetenter geworden? Haben Sie ein bisschen an Ihren Schwächen gearbeitet und die Stärken maximiert? Wie sieht es aus? Wie sieht Ihre Sozialkompetenz aus? Haben Sie die ständig gesteigert im Gegensatz zum letzten Jahr? Wie sieht dein Fitnessplan aus? Wie sieht dein Finanzplan aus? Hast du dir Gedanken gemacht über deine Vermögensvorsorge, über deine Finanzlage? Hast du dein residuales Einkommen schon ausreichend aufgebaut, um die Regierungsunverantwortung der gesetzlichen Altersversorgung abzupoffern und selbst für einen entsprechend hohen Lebensstandard sorgen zu können? Da kommt keiner und stellt dir diese Fragen. Du merkst also, das wirkliche Leben, das wird hier fabriziert. Und die gute Nachricht ist, je mehr Fragen du hier beantwortest, je mehr du schaffst, in deiner Wochenplanung von den 168 Stunden hier reinzubringen, in die B-Aufgaben, umso weniger Feuerwehr- und Löscharbeiten, sprich A-Aufgaben, werden auf dich einprasseln. Beispiel Steuererklärung. Wenn du wartest, bis dir das Finanzamt den Pfändungsbrief, die Verschreckungsabteilung und deinen Auftrag schickt oder so das Konto dicht macht, bis du deine Steuererklärung gemacht hast, nun, dann kannst du natürlich auch Steuererklärung im A-Sektor machen. Du kannst dir aber auch einen Termin eintragen, wo dich keiner zu drängt und kannst das schon im Mai oder im März des Folgejahres fertig gemacht haben. Das Gleiche gilt für die Gesundheit, das Gleiche gilt für deine Weiterentwicklung, das Gleiche gilt für deine Beziehung. All hier kannst du Aufgaben dir selbst aussuchen, die dir wichtig sind. Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass du etwas hast, was wir umgangssprachlich Ziele nennen. Und diese Ziele sollten abgeleitet sein von deinen Werten. Und diese Werte sollten zu Zielen und zu Plänen führen, die dir dann wiederum sagen, was ist dir denn überhaupt wichtig. Wenn du es nicht machst, dann hast du tradierte Werte deiner Eltern, deiner Kultur, deiner Umfeld, deiner Lehrer, deiner Mitschüler, die du dann einfach ablebst. Die werden aber wahrscheinlich dir nicht so viel Freude bringen, weil sie vielleicht nur die gleichen Früchte produzieren, die auch die anderen haben. Es ist also wichtig, dass du hier, wichtig, dass du Ziele machst, dass du deine Werte kennst, dass du Pläne kennst und dass du auch weißt, welche Aufgaben sind wichtig, sind relevant, sagen wir auch dazu, dass du vorankommst und auf dem richtigen Weg bist. Und dann gibt es natürlich noch C und D. Nun, C ist in der Regel nicht wichtig, aber dringend. Und hier ist die größte Falle in deinem Leben. Die größte Falle in deinem Leben ist, dass du dir mangels Ziele, mangels Kenntnis und Erkenntnis der wichtigen Aufgaben, die zu deinen Zielen führen, dass du nur noch etwas abarbeitest, wo dich andere dazu drängen. Das heißt, du arbeitest Aufgaben ab, die dir andere auferlegen und dich zwingen. Also es herrscht ein gewisser Aufgabenzwang. Und dieser Aufgabenzwang, der gibt dir das Gefühl, dass du den ganzen Tag beschäftigt bist. Und das erleichtert vielleicht auch dir, dass du deine Tagesplanung machst, weil jemand anders dir genau sagt, was du wann tun sollst. Und so kannst du ganz gerne 100% deines Lebens mit C verbringen, aber du ahnst schon, was mit den B-Aufgaben basiert. Die werden nicht erledigt, es sei denn, sie sind fast schon tödlich wie bei der Gesundheit oder beim Finanzamt mit der Pfändung oder bei vielen anderen Themen, dass die Menschen dir die Beziehung gekündigt haben, die dich nicht mehr kennen und nicht mehr einladen. Dann ist es meistens zu spät. Deshalb ist es hier wichtig, dass du dich hiervor schützt. Deshalb mache ich hier mal ein Stacheldraht herum, genauso wie vor den delegativen Aufgaben, die du anderen geben kannst, dass du so viel wie möglich versuchst, aus deinem Leben diese rauszuschieben. Nun, das geht natürlich nur auch irgendwann, wenn du Geld in die Hand nimmst und andere Menschen dafür bezahlen kannst. Also wenn du einen Buchhalter hast, der zum Beispiel Buchhaltung macht, wenn du einen Steuerberater hast, der Erklärung machst, dass du dann einen Personal Trainer auch bezahlst, der dich regelmäßig dann auch überprüft und checkt und deine Trainingspläne macht. Wenn du einen Ernährungsberater, einen Arzt hast, einen Coach hast, also wenn du Menschen um dich herum hast, die die Aufgaben abnehmen, dass du Reinigungskräfte hast, dass du Menschen hast, die einfach die kleinen Aufgaben immer mehr übernehmen können. Aber wichtig ist natürlich,
das Geld dazu, die anderen Menschen dann auch zu bezahlen im Leistungstausch oder Kompensationstausch, das kannst du natürlich nur dann auch zur Verfügung haben, wenn du schaffst, die wichtigen B-Aufgaben zu machen, zum Beispiel dich weiterzuentwickeln, dein Geschäft aufzubauen, die entsprechenden Kunden und Netzwerke aufzubauen, die Umsätze zu generieren und dafür zu sorgen, dass genügend Gewinn übrig bleibt. Nun zusammengefasst also, ist es heute an dir zu entscheiden, was sind überhaupt zunächst mal die wichtigen Aufgaben. Das ist der erste Punkt, deshalb mache ich hier auch nochmal eine ganz große 1 rein. Und diese wichtigen Aufgaben kannst du aber nur rausfinden und bewerten, wenn du das weißt. Hast du hier nichts, dann bist du wie ein Boot auf der großen weiten See und du schwimmst mal mit dem Sturm mit oder mal mit jener Strömung oder schließt dich jener Flotte an, weil du nicht genau weißt, was dein Zielhafen ist. Also mach dir Gedanken über den Zielhafen, dann kennst du auch die wichtigen Aufgaben, die dich dorthin führen. Nun, und A, da wünsche ich dir, dass du ein Leben hast, wo du vielleicht unter 5% am Tag nur Aufgaben der Kategorie A erledigst. Das ist ein gutes Zeichen für gutes Management. C und D muss gemacht werden, am Anfang du selbst. Und je erfolgreicher du B umsetzt, desto mehr kannst du davon abgeben. Und sorge dafür, dass du beim Arbeitsalltag dann natürlich auch eine Reihenfolge die aufbaust, die ungefähr so aussieht. Klar kann es sein, dass hier mal A-Aufgaben reinkommen. Aber das meiste, was du dann machst, das sollten dann die B-Aufgaben sein. Sicherlich gibt es dann noch ein bisschen C-Aufgaben und ein paar D-Aufgaben, aber das war es auch. Und wenn du das in dieser Reihenfolge machst, nun, dann bist du auf einem guten Weg. Und solltest du dabei Hilfe haben, also nicht nur bei der Erkenntnis, sondern auch bei dem Finden der Ziele und der entsprechenden verursachenden Aufgaben, dann kannst du gerne unseren Gutschein hier einlösen für ein kostenfreies Erstgespräch. Gerne aber auch empfehle unseren Kanal weiter und abonniere diesen heute. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Zielen und bei deinen B-Aufgaben, dass sie irgendwann vielleicht 80 oder 90% deines Tages ausmachen. Das wünsche ich dir, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.